So, hallihallo und guten Abend, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde. Ja, da sind wir wieder heute Abend zwischen den Jahren quasi und ich habe einen ganz besonderen Gast mitgebracht, über den ich mich sehr, sehr freue. Hallo, Dr. Marc Benecke, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ein Traum, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei uns bist, denn wir wollen die Zeit zwischen den Jahren ja auch nutzen und nochmal ein paar Themen bearbeiten, die das Jahr so geprägt hat. Und heute mit dir, dem quasi totalen Experten, das Thema Insekten wollen wir heute machen. Ich würde, Marc, ganz kurz einmal, ich habe mir das auch aufschreiben müssen, weil es einfach zu viel ist, dich charakterisieren, was ich so über dich gefunden habe, was ich so über dich weiß. Bekanntester Kriminalbiologe der Welt, forensischer Entomologe, Herr der Maden, Wissenschaftsvermittler, Autor, Politiker, Schauspieler, Social Media Star, also eigentlich ein Tausendsasser. Nach dir ist sogar eine Tierart benannt, habe ich gelernt. Ja, das stimmt. Ein Schlangenstern. Der ist aber schon lange ausgestorben. Aber immerhin, das kann auch nicht jeder, ne? Dass man eine Tierart nach dir benannt ist. Super. Sag mal, wie organisierst du das alles, dass das alles noch in ein Leben passt quasi? Also ich mache keine Feiertage oder sowas oder irgendwelche Geburtstage oder Jubiläumstage oder was die Leute immer alles machen. Das lassen wir beide weg, meine Frau und ich einfach. Und ansonsten genügend schlafen, damit du nicht so Aussetzer hast. Und ansonsten mache ich halt das, wozu ich Bock habe. Und deswegen ist es dann, macht es halt auch Spaß einfach. Und ach so, und wir sind beide, meine Frau und ich, wir hängen halt beide auch am Handy die ganze Zeit, also am Smartphone, ne? Und sind da auch sehr viel am Organisieren, also sehr viel Kleinkram. Kannst du auch einfach, wenn du den schnell abarbeitest, dann ist das erledigt. Während wenn du das jetzt aufschieben würdest oder einen Kalender lange eintragen würdest, dann würde es zu lange dauern. Also es ist so eine Mischung aus sehr langfristiger Planung, ständigem Aktivsein und allem Abarbeiten, was nur abzuarbeiten geht. Also das zusammen funktioniert bei uns zumindest. Es funktioniert super. Ich folge dir ja auf diversen Social-Media-Kanälen. Du bist ja wirklich fast überall auf Social-Media präsent, auf den relevanten Kanälen. Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, wenn ihr mehr über Marcs Leben erfahren wollt und es bis jetzt noch nicht tut, dann folgt diesen Kanälen. Da kriegt ihr wirklich viele tolle Infos, aber auch mal so ein Bild von der Seite. Und ihr dürft natürlich heute hier sehr gerne auch Fragen in die Kommentare posten. Der Marc hat versprochen, er wird versuchen, sie zu beantworten, wenn ihr sie reinstellt. Also postet uns bitte gerne in die Kommentare eure Fragen. Dann versuchen wir die hier im laufenden Interview quasi noch mit abzuarbeiten. Ja, sag mal, Marc, jetzt reden wir heute ja über das Thema Insekten. Das ist ja etwas, was dir in deiner beruflichen Zukunft, in deinem beruflichen Leben dich immer begleitet hat. Wie wird man so ein Insektenprofi? Hast du das von vornherein vorgehabt? Wie bist du dazu geworden? Ja, das ist wirklich mal eine neue Frage. Das ist tatsächlich bei mir nämlich so gekommen, dass ich über andere wirbellose Tiere, Tintenfische insbesondere, die ich im als Nebenfach Psychologie gehabt im Diplom. Da hab ich mit Tintenfischen gearbeitet, mit Lebenden, also jetzt nicht irgendwie aufgeschnittenen oder verdrahteten oder so, sondern die sollten so Rätsel lösen und so weiter. Und dann haben wir die wieder freigelassen im Meer in Irland. Und als ich dann im Institut für Rechtsmedizin ein Praktikum gemacht habe, waren die wirbellosen Tiere da, die Insekten auf den Leichen. Und das war auch für die Kollegen und Kolleginnen, die ich im Institut für Zoologie kannte, also mein Hauptfach war Zoologie, war ich auch immer so der eigentlich nicht so aus dem klassischen insektenkundlichen Bereich kam, weil ich die auch ganz oft gefragt habe, was ist denn dein Lieblingsinsekt und so. Und dann dachten die so, was ist denn das jetzt für eine Frage, ne? Oder was ist dein Lieblingsbuch über Insekten und so. Und dann habe ich gesagt, was fragt ihr denn? Und so hat sich das zusammengemischt durch die Arbeit in der Zoologie, wo ich auch immer hin und her gependelt bin zwischen Rechtsmedizin und Zoologie, auch dienstlich sozusagen, und zwischen den Kollegen und Kolleginnen aus der Insektenkunde, die da noch saßen, die gab es damals noch, so klassische Insektenkundler, Insektenkundlerinnen an der normalen Uni. Das gilt halt heute so als irgendwie so, ne, wie, ja, kannst du nicht im Garten arbeiten gehen oder mit Kindern oder so, ne? So wie so, macht der denn da? Und das hatte ich einfach alles so aufgenommen und das für normal gehalten. Und so bin ich dann da gelandet, indem ich die Leicheninsekten angeguckt habe. Und diese Garteninsekten
oder Backyard Insects, wie das neuerdings bei den Educators in den Vereinigten Staaten heißt. Da bin ich jetzt erst durch den Insektensommer dazu gekommen, weil ich dann einfach im Labor so alles Mögliche habe hochwachsen lassen an Pflanzen, was gerade wachsen wollte. Ich habe also nichts gesät oder so. Und da kommen natürlich dann auch die dazu passenden Insekten. Oder die habe diese Bienenhotels rausgehangen und dann habe ich gesehen, okay, die funktionieren überhaupt nicht. Ist das für ein Schrott? Und die funktionieren total geil, obwohl man es gar nicht gedacht hätte. Und da habe ich super viel gepostet, weil du die sozialen Medien da erwähnt hast. Und das hat super viel Feedback erzeugt von den ganzen Gartenfreundinnen und Gartenfreunden, weil die natürlich auch Pflanzen und Unterkünfte von Tieren und eben auch die Insekten kennen. Und so hat sich das entwickelt. Und jetzt bin ich sogar das Gesicht vom Insektensommer, vom NABU. Ja, genau. Darüber wollen wir ja auch gleich unbedingt noch sprechen, weil das in der Tat eine ganz, ganz wichtige Aktion ist. Aber ich möchte noch mal einmal deine Kompetenz, also quasi nachweisen für alle, die dich vielleicht auch gar nicht kennen mögen. Tatsächlich, du bist ja wirklich in der forensischen Wissenschaft mit dem Thema Insekten ganz weit vorne. Du hilfst tatsächlich weltweit Polizeibehörden und so weiter, Fälle aufzuklären. Damit, da hast du auch Bücher drüber geschrieben. Das ist doch ein unglaublich spannendes Leben, oder? Ich bin eigentlich eher sehr kauzig, also jetzt hier, weil du vorhin zwischen den Jahren gesagt hast, also ich sitze halt die ganze Zeit hier von morgens bis abends und wurschtel im Labor rum oder hier am Schreibtisch. Also sagen wir mal so, spannend ist das eher für Menschen, die gerne sich sehr stark auf einzelne Dinge konzentrieren und Einzelheiten angucken. Ich glaube, ansonsten ist es ziemlich langweilig, weil die Polizisten und Polizistinnen, die finden das natürlich entweder ekelig oder langweilig oder beides. Das heißt, da kannst du bei denen also auch nicht groß landen mit, die sagen, okay, wenn es nützt, mach das Gutachten, aber ansonsten wollen wir davon jetzt auch nichts hören. Und solche Sachen wie, was im Krimi zusammengefasst wird, dass du jetzt gleichzeitig Hubschrauber fliegst oder irgendwelche spannenden Einsätze machst, das ist natürlich nicht so. In New York, wo ich früher gearbeitet habe, da war das so. Da hat meine Chefin zum Beispiel auf einmal so eine, wie man die aus dem Kino kennt, so eine Marke gehabt, die man so zeigen konnte, tatsächlich, so wie so eine Detective-Marke. Die hätte ich dann früher oder später wahrscheinlich auch bekommen. Aber Tatsache ist, du sitzt die meiste Zeit im Labor oder schreibst, wie du auch schon richtig gesagt hast, Artikel zusammen und zum Beispiel die Zusammenfassung der Fotos, wenn du die bei Insta oder Facebook rausknallst, das ist die eine Sache. Aber wenn du die für, zum Beispiel, wir haben Mumien untersucht, die Jahrhunderte alt waren, da sitzt du natürlich monatelang dran, die ganzen Sachen auszuwerten und so. Also spannend ist es in meinem Kopf, aber ich glaube, wenn jemand neben mir sitzen würde, würde er nach einer halben Stunde oder sie sagen, okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Okay, aber ich glaube auf der anderen Seite, also so viele Menschen, wie die in den sozialen Medien folgen, da scheint doch viel Spannendes eben mit dabei zu sein, das dann doch zu beobachten. Sag mal ganz kurz, wo wir bei dem Thema grundsätzlich andere Menschen und Insekten, jetzt ist es ja oft so, du hast gerade schon gesagt, die Polizistinnen und Polizisten finden das vielleicht sogar ein bisschen eklig oder so. Wir haben bei uns in der Garten-Community natürlich auch immer wieder das Thema, oh, ich ekel mich vor Spinnen oder ich ekel mich vor Insekten. Warum ekeln sich Menschen vor Insekten? Was würdest du sagen? Also soweit ich das beurteilen kann, weil ich ja auch mit den früher sogenannten Vorratsschädlingen zu tun hatte, also so Kornkäfer oder was weiß ich, es ist tatsächlich so, dass viele Dinge heute als ekelig angesehen werden, die früher überhaupt nicht ekelig gefunden wurden, zum Beispiel klassisch Silberfischchen, Ofenfischchen und dergleichen, die in der alten Literatur nie, also mit keiner Silbe jemals als ekelig oder sowas angesehen werden, weil man gesagt hat, die schaden nicht, die fressen uns die Vorräte nicht weg, außer ein bisschen Zucker vielleicht mal oder ein bisschen Brot, aber jetzt auch nicht nennenswert und vor allem die verunreinigen nichts. Und das ist heute so, sagen wir mal, seit dem Krieg, würde ich mal sagen, vermutlich verloren gegangen, weil da musstest du unheimlich stark desinfizieren. Da sind erstmals auch Leute, die jetzt, sagen wir mal, vielleicht wohlhabender waren und so, sind jetzt auf einmal stark mit Läusen und vielleicht auch Vorratsschädlingen, weil sie dann selber nicht mehr so viel zu essen hatten, durch Strukturzusammenbrüche und so weiter in Berührung gekommen. Und da fing halt das Mega-Desinfizieren an. Das hat natürlich noch eine ältere Geschichte. Aber da, denke ich mal, fing das an, dass auch Tiere, die vorher als völlig normal und harmlos galten, auf einmal gruselig wurden. Das geht ja, also bei Spinnen, okay, die werden jetzt ja wieder schick, ne, durch die kleinen Springspinnen und so, die sind ja jetzt im Netz die Königinnen des Netz, die neuen Eulen, was erst Katzen waren und jetzt Eulen und dann jetzt Springspinnen, okay, aber Eichhörnchen sind bei uns auch noch ganz großartig. Eichhörnchen, ja, aber ich meine jetzt bei dem, was krabbelt und kriecht, ne, ja. Da, also sechsbeinig und achtbeinig, da tut sich ein bisschen was, aber es ist trotzdem so, dass
jetzt einerseits diese, sagen wir mal, nachvollziehbare Angst, dass mir jetzt mein Essen weggefressen wird oder so, oder hygienische Probleme auftreten, die Leute dann im Krieg eben auch erlebt haben, teilweise zusammenkommen mit gleichzeitig mit diesem riesigen Insektensterben. Das heißt, die Leute sehen sie auch einfach nicht mehr. Das heißt, dann können sie auch nicht mehr die Erfahrung machen, dass zum Beispiel, also Weberknechte wären jetzt nochmal ein Beispiel aus dem Reich der achtbeinigen Tiere, dass die Weberknechte überhaupt gar nichts machen. Also harmlosere Tiere als die, die sind so wie Silberfischchen, nee, noch harmloser, wenn du so willst, weil die noch nicht mal deinen Zucker fressen. Aber die Erfahrung machst du nicht, weil wer sieht heutzutage schon noch einen Weberknecht? Das stimmt. Und ich glaube, da so läuft das zusammen, dass heute einfach totale merkwürdige Vorstellungen durch Nichtkenntnis vorhanden sind. Ich meine, selbst Grashüpfer oder Zikaden oder sonst irgendwas, selbst die siehst du ja kaum noch. Wir könnten Glück haben, durch die Klimaveränderungen jetzt mehr von diesen singenden Baumzikaden aus den Tropen kommen, oder die werden garantiert kommen. Aber da sehe ich es schon kommen, wie bei Spatzen in Berlin. Dann schreien die Leute halt die blöden Geräusche. Also zum Beispiel, wenn du in Berlin-Mitte bist, da waren bis vor 2-3 Jahren, war alles voll mit Spatzen, weil da noch das Efeu hochgewachsen ist, wo ja auch super viele Insekten drin sind. Ja. Und jetzt fangen an, die ganzen Yuppies sich zu beschweren. Das wird alles abgerissen und jetzt ist es leise. Also wenn du jetzt 2021, 2022 durchläufst, kannst du froh sein, wenn du nochmal einen Star oder einen Spatz irgendwo siehst, der gerade das Erbrochene von den Samstagsabendsgästen frisst oder so. Ne? Bei den Staren jetzt, nicht bei den Spatzen. Ja, es ist wirklich schlimm. Also gerade dieses Bewusstsein, wie wichtig diese Natur für uns ist und wie sehr wir sie brauchen. Sagt bitte nochmal was, warum brauchen wir Insekten? Wie viele Insekten gibt es überhaupt? Also wie viele unterschiedliche Arten? Kann man das sagen? Die Artenzahl ist nicht so gut bekannt. Ich habe zum Beispiel auch mal eins aus Versehen neu entdeckt. Das ist dann nicht nach mir benannt, sondern das haben wir nach meiner Kollegin Martha Wolf dann benannt, von einem verfaulenen Schwein im Urwald in Lateinamerika. Aber also die Schätzungen gehen halt immer so in die Millionen, ne, jetzt, aber das ist auch schwer, die Größenordnung zu schätzen, weil wenn du hinguckst, zum Beispiel eine Zeit lang haben Unis, zum Beispiel Würzburg in Deutschland oder auch andere Unis, sind in die Tropen gefahren, haben so komplette Bäume begast, sodass alles runtergefallen ist, was da drauf gelebt hat. Und da haben die natürlich ständig neue Arten entdeckt. Und jetzt haben wir es wieder von beiden Seiten, jetzt gleichzeitig stirbt uns aber alles weg, die ganze Natur vertrocknet oder wird durch Insektizide getötet. Also ich denke mal, das werden wir nie erfahren, weil natürlich auch vieles nicht mehr fossil angelegt werden wird oder irgendwo eingeschlossen wird, weil die Menschen sich immer weiter in Bereiche verbreitern, wo du sonst irgendwelche Überreste hättest. Also ich denke mal, da reden wir von Millionen von Arten vermutlich, die, wofür sie wichtig sind, das ist vielleicht sogar selbst für Gartenfreundinnen und Gartenfreunde überraschend. Das wusste ich nämlich auch selber nicht, bevor ich beim Fliegenkundler- und Fliegenkundlerinnenkongress in Namibia war vor ein paar Jahren. Da haben Kollegen erzählt, dass ein Drittel der Pflanzen bestäubt werden von Fliegen. Also nicht jetzt Schmeißfliegen, sondern allen, was wir zoologisch Fliegen nennen. Und dann habe ich mal weiter rumgeguckt, was das sonst noch ist. Und dann natürlich sind es die ganzen Wildbienen. Das heißt, Honigbienen spielen eigentlich auch überhaupt keine Rolle, biologisch gesehen. Und dann hast du halt noch jede Menge andere Tiere, die aus dem Reich der Kerbtiere, also Insekten, Spinnen, dergleichen, vielleicht sogar 100.000 Füßler, kommen, die auch noch Bestäubungsleistung machen. Und diese Bestäubung, da geht es jetzt nicht darum, Äpfel oder Birnen zu züchten oder Weintrauben oder weiß der Teufel, sondern das ist das Bindeglied, was überhaupt unsere gesamte Kreislauf des Lebens aufrechterhält. Weil Nahrung ist immer nötig, Vermehrung ist auch nötig und Verbreitung. Und das können wir Menschen halt nicht steuern, so sehr wir das gerne möchten. Und der neueste Stand jetzt seit Winter 2021, wo wir gerade reden, ist halt, dass wir einfach auch viele sogenannte Reservearten brauchen, weil wir jetzt schon wissen, dass uns alles unter den Händen wegstirbt. Und dann brauchen wir mehr oder weniger zufällig als Reservearten einspringende Tiere, die dann eben solche Bestäubung und dergleichen weiter durchführen können. Auch eben im nicht industriellen und kommerziellen Bereich. Also ich glaube, das ist der Hauptnutzen, dass unabhängig von Bakterien und allem anderen, die Krabbeltiere dafür sorgen, dass einfach alles hin und her transportiert wird, um es jetzt mal ganz banal zu sagen. Ja, und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, die Insekten sterben. Das ist leider eine Entwicklung, die wir jetzt seit einigen Jahren beachten müssen. Warum sterben die Insekten? Kann man das sagen? Gibt es da klar nachweisliche Gründe für?
Ja, mittlerweile schon. Also die erste Studie, die rauskam, die ich da bei diesem Fliegenkundler- und Fliegenkundlerinnen-Kongress in Namibia da auch vertreten habe, das war die berühmte Krefelder-Studie. Die ist jetzt schon geradezu legendär, wenn man so einen Begriff mal benutzen darf, weil wirklich die ersten Jahre keiner geglaubt hat, dass das sein kann, dass also innerhalb von 20, 25 Jahren da 3/4 der Insekten messbar verschwinden. Nur das Gute an der Sache war, das ist gar nicht mathematisch hergeleitet worden, sondern die haben die einfach in Gläschen eingesammelt. Da gab es jetzt nichts zu diskutieren. Das ist einfach, also sowohl die Menge der Tiere ist gesunken, als auch der Artenreichtum ist gesunken. Also, und dann wurde das aber weiter verfolgt von vielen Gruppen auf der ganzen Welt. Das ist eine wissenschaftliche Vorgehensweise, dass man sagt, das muss auch woanders gesehen werden. Andere Gruppen müssen dieselben Experimente bestätigen, sonst ist es ein Zufallsbefund. Und dann wurde das überall gefunden, bei Amphibien, bei Singvögeln, überall. Und gleichzeitig ist das Insektending, das war so ein bisschen so wie, also wenn das wirklich stimmen sollte, dann haben wir aber echt ein Problem, weil Kröten, Lurche, Frösche, Singvögel, da kann man als Laie sagen, wenn man jetzt nicht Biologin oder Biologe ist, kann man sagen, okay, ist mir egal, ja. Aber bei den Insekten, da glaube ich, da weiß es jedes Schulkind, dass das nicht in Ordnung ist und sei es jetzt nur, weil man Honigbienen mal irgendwann gelernt hat. Und die neueste Veröffentlichung, die jetzt von derselben Arbeitsgruppe kommt, die zeigt das auch nochmal sehr, sehr deutlich. In der ersten Veröffentlichung war noch nicht klar, woran es liegt. Da steht so mehr oder weniger so ein großes Fragezeichen. Also also ich hätte gedacht, das ist Trockenheit oder irgendwie sowas oder Entwaldung. Aber es stellt sich jetzt wirklich raus, dass das, was die auch schon vermutet hatten, dass das vermutlich tatsächlich die Insekten und oder sogenannten Ackergifte sind. Da haben die Kollegen und Kolleginnen schon, als ich studiert habe, die Insektenkundler und Insektenkundlerinnen gesagt, also die Insektengifte werden immer giftiger. Und sie werden auch immer haltbarer. Sie bleiben, also zum Beispiel Neonicotinoide, die bleiben immer länger im Boden. Und dann habe ich es mal nachgeschlagen, es stimmt. DDT, was nur noch die Älteren kennen, die jetzt über 50 sind, das war also ein super gefürchtetes Insektengift. Oder nennen wir es mal Gift einfach, was auch die Insekten betroffen hat. Und jetzt haben wir Gifte, die sind locker 10.000 Mal giftiger. Und vor DDT zittern heute noch die Älteren und sagen, oh Gott, gut, dass das nirgendwo mehr eingesetzt wird, was also gar nicht stimmt. Und heute haben wir eben diese im Boden lange verbleibenden, viel stärkeren Gifte. Und die, also wenn man das weltweit sieht, ist es vermutlich, sind es Klimaveränderungen und alles Mögliche, aber die führen ja auch dazu, dass andere neue Tiere einwandern können. Das sehen wir beim Insektensommer auch, zum Beispiel blaue Holzbiene oder Gottesanbeterinnen, die wir vor 2, 3 Jahren überhaupt nicht gesehen haben, die sind jetzt schon bis nach Ostfriesland, Nordfriesland verbreitet auf einmal, das ging blitzschnell. Aber ich fürchte, der dauerhaft schlimmste Einfluss, soweit wir das von den Daten her sehen können, sind tatsächlich die Insektengifte. Und natürlich Ökosystemzusammenbrüche, weil das ganze Land verbraucht wird. Das sollte man auch nicht vergessen. Also wir verbrauchen halt einfach das ganze Land durch intensive Landwirtschaft. Die beiden Sachen hängen aber miteinander zusammen. Ja. Also was ich auch ganz spannend fand, ist eben, und deswegen sagen wir in unserer Community immer unbedingt auf keinen Fall Gift einsetzen im Garten, egal wozu oder wogegen, weil tatsächlich gibt es auch wohl Studien, dass wenn man quasi die Grammzahl des Gifts pro Quadratmeter misst, dass in Privatgärten mehr Gift eingesetzt wird als in der Landwirtschaft. Ja? Das glaubt man ja auch nicht. Ne? Man schimpft immer ganz schnell über die bösen Landwirte und so weiter. Ne? Aber tatsächlich, und deswegen, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, bitte lasst die Finger von dem Gift. Ihr habt es jetzt gerade auch noch mal gehört. Das macht wirklich was mit der Natur. Ist es für dich, Marc, was würdest du sagen, ist es 5 vor 12 oder ist es 5 nach 12, was das Thema Insektensterben anbelangt? Also ich will mal, sage ich sofort was zu, ich will noch kurz was sagen, was Gärten überhaupt angeht. Also es haben sicher viele jetzt schon gehört, die hier zuschauen oder zuhören, aber ich wollte es nochmal für die sagen, die jetzt vielleicht da sich sonst nicht so mit beschäftigen. Also wenn wir einfach nur in Deutschland alle Vorgärten, Hintergärten, Hinterhöfe mehr oder weniger verwildern lassen würden, natürlich so weit, wie es jetzt akzeptabel ist für die jeweiligen Leute, aber einfach in Ruhe lassen, dann hätten wir ja mehr Fläche, die, wenn die auch noch giftfrei wäre, wie du gerade gesagt hast, geschaffen als alle Naturschutzgebiete zusammen in ganz Deutschland. Also das heißt, wenn man einfach gar nicht eingreift, weder durch Gifte noch durch sonstige stark gärtnerische Maßnahmen, sondern das einfach mal ein Jahr lang hochwachsen lässt, dann kann man es, das ist zwar auch nicht toll, weil einige Wildbienen und so weiter natürlich auch auf diese hohlen Stängel und so angewiesen sind, aber man könnte dann einmal im Jahr sozusagen das halt so begärtnern und den Rest des Jahres sich einfach nur daran erfreuen, was jetzt da gerade wächst und im nächsten Jahr wieder was anderes und so und wie sich das verändert. Also das ist das eine. Und das zweite ist, also biologisch gesehen sind wir seit ungefähr 25 Jahren, ist es 1/2 Stunde nach 12.
Also da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Deswegen wäre das halt auch geil, wenn alle Gartenbesitzer, Gartenbesitzerinnen, aber auch Leute, die Balkons einfach haben, einfach so, das haben wir zum Beispiel gemacht, es gibt ja viele Pflanzen, die tief wurzeln. Das geht dann halt bei so Blumenkästen nicht, aber dann wächst halt irgendwas anderes drin. Ich meine, zum Beispiel, ich kann ja mal sagen, ich habe so eine App, so Seek in dem Fall benutze ich gerne. Man sieht halt, sowohl auf diesen Brachen, die einfach so irgendwo am Bahnhof oder in irgendeiner Ecke sind, da hat man dann Bitterkraut oder Knopfkraut oder Kletten, Wicken, Feinstrahl, was halt jeder kennt, Kreiskraut, Hartriegel, den ganzen Kram, Ackerwinden auf einer Wiese oder sowas. Aber ich habe zum Beispiel zu meiner völligen Verblüffung einfach nur wachsen lassen. Also erstmal haben sich Tomaten selbst gepflanzt, weiß der Teufel, wie das passiert ist. Vielleicht, weil ich so eine Wurmkiste habe und da Tomaten mal reingeschmissen habe und dann da Erde rausgenommen habe. Dann aber auch, ganz verblüffend, so Oregano und so ein Zeug, weil das zum Süden geht. Mal wächst es, mal nicht, aber es verschwindet nicht. Lavendel, verblüffenderweise, obwohl es auch nicht besonders tief wurzeln kann. Und zu meiner am abgefahrensten, weil Klee, der stirbt auch ziemlich oft durch die sengende Hitze und so weiter. Aber die Wegwarte, das ist ja unglaublich. Also das ist ein Riesending mittlerweile geworden und der geht scheinbar blendend. Und deswegen, also ich würde sagen, gegen die Katastrophe können wir jetzt nicht so leicht anarbeiten, weil da sind auch politische und wirtschaftliche und sonstige Entscheidungen. Aber die Blumenpötte und die Gärten einfach mal so wild wachsen lassen, das kann jeder. Und was das dann bewirkt, wird sich zeigen. Aber für die Insekten ist es auf jeden Fall gut, weil jeder kleine Blumenpott, das sehe ich auch, zum Beispiel bei Sandbienen. Ich habe einen so einen Blumenpott, die sind alle mit, was ich gerade hatte, gefüllt. Und im einen war wohl offenbar es mehr sandig. Und wir so, was ist denn da los? Das sind so solitäre Bienen. Da fanden die Sandbienen spitze. Also da kann man überhaupt nichts falsch machen. Ja, also das ist ja auch was wir immer proklamieren, gerne wilde Ecken einfach mal im Garten zu lassen, eben auch gerade, weil zum Beispiel, ich sag mal, eben unterschiedliche Wildkräuter eben gerade auch den Einfluss dann wiederum auf Insekten haben und auf Vögel haben. Und wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn wir keine Vögel im Garten haben, wenn wir keine Insekten im Garten haben. Ne? Wie soll's funktionieren quasi? Ne? Oder, was ich auch total verblüffend fand, das wusste ich gar nicht, wir haben hier so Tauben, also nicht diese Stadttauben, sondern so andere, die hier so ein bisschen leben, dann noch ein paar Eichhörnchen und so, aber eigentlich ist die Natur ja auch schon komplett tot in der Kölner Innenstadt. Ne? Und die Tauben zum Beispiel, die haben dann angefangen, an einigen dieser wild hochgewachsenen Pflanzen zu zupfen und da zu fressen. Das habe ich wirklich sehr oft beobachtet, weil ich dachte, vielleicht machen die das aus Langeweile oder so, aber das ist nicht der Fall. Und gleichzeitig gibt es auch Tiere, die sowohl Insekten als auch, zum Beispiel, so nennen wir es jetzt mal, Körner oder Pflanzenbestandteile fressen. Das wusste ich zum Beispiel vorher auch nicht. Das hängt scheinbar irgendwie von der Jahreszeit oder von der Verfügbarkeit ab. Und wenn man das dann beobachtet, wenn man selber einen Garten hat, wird das natürlich total spannend, weil dann automatisch, ohne dass man wissenschaftliche Veröffentlichungen lesen muss, sieht man, oh, ist ja interessant, es verändert sich mit der Zeit, mit der Feuchtigkeit, mit der Sonneneinstrahlung, mit den Tieren, die dann kommen oder nicht kommen, die wiederum dann Kot da abgeben oder keinen abgeben. Ameisen zum Beispiel sind auch scheinbar eine sehr interessante Sache, die auch den Garten sehr stark umbauen, aber auch für die Vögel manchmal interessant sind. Also das Tolle an so Gärten ist, wenn du nichts machst und stattdessen viel mehr hinguckst und kein Gift verwendest, dann kriegst du automatisch die ganzen Infos aus der Natur und die machen halt mega Spaß. Also das ist natürlich spannend. Ne? Und genau so geht's. Ne? Der Trend heißt Lazy Gardening, so nenne ich das immer gern oder so wird es auch genannt. Und das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht, wirklich wenig einzugreifen. Ein guter Freund, der Rüdiger Ramme, sagt immer, nicht gegen die Natur arbeiten oder gärtnern, sondern mit der Natur gärtnern und arbeiten. Und jetzt können wir natürlich nicht alle totale wilde Gärten vertragen, aber ich sag mal, die wilde Ecke oder eben den Randbereich dann eben zu lassen, einen Totholzhaufen und so weiter, da gibt es, glaube ich, schon viele Möglichkeiten. Da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf, welche Themen es da noch gibt. Du hast vorhin schon den Insektensommer angesprochen und hast gesagt, naja, im Garten sollte man mal hingucken. Das hat ja mit dem Insektensommer zu tun. Du bist Schirmherr des Insektensommers, des NABUs. Was ist der Insektensommer und was macht ihr da genau? Oder was machen alle dort genau? Also der NABU-Bundesverband ist hingegangen mit so einer relativ jungen Kollegin und hat gesagt, die Insekten sterben und man hört da immer so viel von. Natürlich hat das keiner ernst genommen im Naturschutzbereich anfangs und im Umweltschutzbereich, wo man gesagt hat, Insekten so, hä? Wir kümmern uns um Vögel beispielsweise oder Lurche oder geschützte Pflanzenarten und so weiter. Ne? Also das hat wirklich, also echt, ich habe das live erlebt. Also das hat
das wurde belächelt, ne, bei den meisten Umwelt- und Naturschutzverbänden und Tierschutzverbänden auch. Und dann hat die gesagt, okay, wir machen es mal und dann gehen wir so eine kleine Liste raus. Dann können die Leute erstmal so nur mal so ein paar Sachen unterscheiden, so weiße Marienkäfer oder vielleicht mal eine besonders häufige Blattwanze oder vielleicht auch mal, dass die Leute raffen, dass es gar nicht so viele Honigbienen gibt, sondern in Wirklichkeit halt Wildbienen, so einfach so, ganz einfach. Und dann gab es da sehr viele Kommentare zu, ja, die Laien, die haben da überhaupt keine Ahnung und die können ja gerade bei den Bienen sich auch super leicht vertun und so. Und das war aber gut. Dann musste sich nämlich insbesondere der NABU überlegen, machen wir das weiter oder nicht. Dann haben wir überlegt, nee, machen wir weiter. Ich habe dann halt dann angefangen mitzumachen und zu sagen, nö, das ist für alles mögliche interessant, was du auch schon angesprochen hast heute oder worüber wir beide geredet haben. Und hat sich dann zum Glück, dadurch, dass bestimmte Arten sehr leicht zu erkennen sind, zum Beispiel diese blauen Holzbienen oder Gottesanbeterinnen. Sind oder so. Die Holzbienen sind der Hammer im Netz bei uns, wenn die irgendwo auftauchen, der Hammer, wirklich. Genau, ja, kann ich auch verstehen. Oder dann auch, was bei mir zum Beispiel sehr beliebt ist, sind dann einfach Heupferde oder Grashüpfer oder wie auch immer du die jetzt nennen willst. Ne? Also die werden auch sehr geliked. Ne? Und da hat sich dann jetzt erstaunlicherweise, das nennt man Community Science oder Bürgerinnenwissenschaft oder so, hat sich das eben doch bewährt und jetzt sind die Karten so ein bisschen online. Die Leute können auch zusätzlich andere Insekten, die gar nicht angefragt sind, online stellen. Und so langsam lernen die Leute das. Also das hat super funktioniert. Und wenn du natürlich einen strukturstarken Naturschutz, Naturschutzbund in dem Fall oder Umgebung hast, die auch möglicherweise, wie gesagt, aus anderen Naturschutzumgebungen kommen, ist natürlich super. Weil dann sind die Jüngeren auf einmal interessiert, weil die finden halt jetzt die Vögel nicht mehr so interessant, weil es gibt kaum noch welche. Ne? Ich meine, Vogelbeobachtung geht nur, wenn Vögel da sind und wenn keine da sind. Während bei den Insekten, da reicht es, wie du schon sagtest, ja häufig, das merken die Landwirte und Landwirtinnen ja auch, einfach so breite Streifen verwildern zu lassen. Du kannst auch mal so eine Sämischung drauf tun. Ich finde das eigentlich unsinnig, aber kann man auch mal machen, wenn man sehr schnell viel buntes Zeug haben will, was halt dann auch schön aussieht. Und dieses Zusammenspiel klappt jetzt einfach. Also hat echt zum Erstaunen aller hat's geklappt. Also ich war der Einzige, der immer gesagt hat, das wird auf jeden Fall geil und hat sich tatsächlich bewahrheitet. Und gibt es das dann in 2022 auch wieder? Ja, definitiv. Also ich denke, dadurch, dass die eben eine gute Infrastruktur haben, die haben halt super viele Mitglieder. Ne? Da haben die also auch ein bisschen Geld und die älteren Leute sagen auch mal, ja, dann lass die Jüngeren das ruhig mal machen. Gibt es jetzt halt Verbreitungskarten und so langsam wird es halt auch so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal eppiger, also dass das ein bisschen mehr den Sehgewohnheiten von jüngeren Leuten entspricht, aber eben auch von Kindern, was sehr, sehr gut war, da hat uns Corona sehr gut in die Karten gespielt, war, dass jetzt dann natürlich Familien mit ihren Kindern rausgehen konnten, wenn die da in Quarantäne, Lockdown oder sonst irgendwann Homeoffice oder sonst wie waren. Und ich meine, das werden die Kids nicht vergessen. Also wenn du einmal angefangen hast und sei es jetzt auch nur die schon genannten Grashüpfer oder Marienkäfer anzugucken, ich meine, das vergisst du nicht mehr. Zum Beispiel, oh, es gibt welche, die haben verschieden viele Punkte. Oh, es gibt eher braune und es gibt eher grüne. Oder bei den Wildbienen, oh, es gibt welche, die gehen eher an trockene Bereiche und andere gehen halt oder Hummeln oder so, die man so Hummeln nennt, ne? Die sammeln halt immer fleißig da und da was ein und kriegen dann so Höschen und so. Das vergessen die Kids ja nie wieder. Also insofern. Und das Tolle an der jungen Generation ist ja in der Tat, das sehen wir durch solche Bewegungen wie Fridays for Future, die sind tatsächlich ja für ihre Umwelt wahrnehmbar da, die nehmen ihre Umwelt wahr. Und ich denke, da sind wir auch in der Pflicht, ein Stück weit den Weg zu bereiten und eben zu sagen, okay, dann zeigen wir eben auch mit Wissen wie solchen Profis wie dir und dem NABU eben, worauf es dabei ankommt. Ne? Denn wie gesagt, das ist, glaube ich, schon ein ganz tolles Selbsterleben, wenn man das im eigenen Garten oder auf dem eigenen Balkon dann einfach mal sehen kann. Ja, du kannst es auch ohne wissenschaftliche Unterfütterung sogar machen. Das habe ich auch schon erlebt in so Waldkindergärten oder so, wo es eigentlich eher drum ging, die Kinder so ein bisschen da mal zu motivieren und dann können die sich da selber reinfuchsen. Dann sagst du zu denen halt meinetwegen, wenn die das jetzt kennen, oh, wir sind jetzt Eichenprozessionsspinner, ja, und dann laufen alle in einer Kette hintereinander in den Wald. Irgendwie sowas, was halt sehr kleine Kinder lustig finden. Und dann lässt du die auch Schnecken suchen, die jetzt gar keine Insekten sind. Und dann machst du nur die Unterscheidung, okay, findet, hier sind 4 Bilder, dann machst du eine deswegen nimmst du Schnecken, wenn du ganz cool bist, 8-beinige und 6-beinige Tiere, das können die Kinder natürlich eigentlich auch gut unterscheiden und dann noch einen Wurm oder so und dann kommen die natürlich auch mit 100 Füßern an, die gar keine Würmer sind, das ist alles egal. Aber du kannst es auch wirklich, du kannst die Wissenschaft sogar weglassen und Kinder und aber ehrlich gesagt auch Erwachsene, das haben wir jetzt gesehen, also das sehe ich auch viel bei Facebook, Insta, jeder Mensch mag das.
Auch Spinnen, interessanterweise. Also die Leute, am Anfang posten die immer diese Flammenwerfer-Bildchen, GIFs, ne? Und das, dann habe ich schon ganz viele böse Kommentare bekommen, du musst die Leute löschen, die sollen nicht ständig zur Insektenvernichtung aufrufen. Aber dann haben meine Frau und ich das nicht gemacht und erstaunlicherweise nimmt das einfach immer weiter ab. Und je mehr die Leute sehen, dass andere Spaß dran haben, dass das auch nicht so cool ist, immer zur Vernichtung aufzurufen und zu Hass und Ekel und so, dann so, sagen wir mal, werden die ein bisschen interessierter und dann fangen die an, das in ihrer eigenen Umgebung zu sehen, dann funktioniert das auch. Und das ist dann ganz unwissenschaftlich. Also das ist dann nur echt die Freude an der Natur. Die ist übrigens auch erwiesen. Also Menschen haben wissenschaftlich untersucht, fühlen sich wohler, wenn sie in einem bestimmten Zeitraum der Woche oder des Tages in der Nähe von verwilderter Natur oder einem Wald oder sowas verbringen. Also das ist jetzt nicht einfach nur, dass ich hier so wollsockenmäßig da so Biologenfantasien verbreite, sondern das ist auch gut gemessen und gut untersucht. Das steigert das Wohlbefinden und ich sage das nur deswegen, weil das geht sogar ohne Wissenschaft. Aber meiner Erfahrung nach fangen natürlich die meisten dann an, mit einer App sich da reinzuarbeiten oder in irgendeiner kleinen Fachgruppe oder hier bei dir in der Gartengruppe. Ne? Also das passiert dann von selbst. Also die Sensibilisierung, das ist ja auch das, worum es uns geht in der Community, die Menschen einfach zu sensibilisieren, genauso wie du sagst, schau mal hin. Und wir stellen dann eben fest, auf den unterschiedlichen Wissensniveaus interessieren sich die Menschen dann, also auch Erwachsene. Ne? Also wie oft dann eben die gleichen Insekten gepostet werden, das kennst du ja auch. Ne? Was ist das denn? Ne? Und ich denke immer nur alle Jahre wieder, ne? Dann zu den jeweiligen Jahreszeiten hast du dann so die Standardposts. Aber ich finde es einfach toll, dass die Menschen sich dafür interessieren. Und das ist dir ja auch ein Anliegen. Du hast ja sogar Experimentierkästen für Kinder, glaube ich, schon entwickelt und herausgegeben. Ne? Was hast du da gemacht? Wir haben, also es hat einen so ein total selber sehr lustiger Kindergärtner, hat mich mal dazu geholt und hat gesagt, ja, pass auf, lass mich mal das Pädagogische so machen. Und dann habe ich gesehen, okay, der hat sich da ziemlich viele Gedanken gemacht, aber eigentlich war das gar nicht nötig, weil wenn du nur auf die Fragen der Kinder eingehst, dann passt das schon. Und dann habe ich dann gesagt, okay, so mache ich das jetzt künftig. Und dann hat mich so ein Spielzeughersteller hat mich mal angesprochen und hat gefragt, ob ich nicht mal so einen Forensikkasten machen will. Da war das also die Brücke. Und mittlerweile kommen alle möglichen Leute. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade ein Vorwort geschrieben für so ein Buch. Das ist eigentlich, ich finde, es ist für Kinder sehr gut geeignet, ist aber eigentlich an Erwachsene gerichtet. Da sind ganz, ganz viele Zeichnungen drin. Das kommt also jetzt in den nächsten Wochen raus. Und so habe ich gelernt, übrigens auch in sozialen Medien, liefer gar nicht so viel Content, sondern guck erst mal, was die Leute fragen. Und dann brauchst du dich nur da langhangeln. Und so kam das dann zu Kinderbüchern. Was passiert mit einer toten Maus, wenn du die rauslegst? Das ist für ganz kleine Kinder. Da kommen halt Schmeißfliegen, legen Eier. Aus den Eiern schlüpfen Maden, die fressen die Maus. Buch zu Ende. Sind also ein kleines Bilderbuch. Und seitdem mache ich das so und es entstehen dann eigentlich viel coolere Umgebungen für mich auch, weil ich mir eben überhaupt nicht überlegen muss, was ich erzählen will, sondern ich sage mir halt, okay, ist doch viel besser, wenn die Menschen das erfahren, was sie interessiert und den Rest erzählst du einfach nicht. Ende. Das ist ganz einfach. Und so kommt das zu diesen ganzen für Kinder, Jugendliche, Vorwörter, Aktionen. So kommt das. Einfach aber dir ist es immer wieder wichtig, das entnehme ich ja dem, was du sagst und auch all dem, was ich über dich lese und finde, dir ist schon wichtig, eben auch wirklich Wissen zu vermitteln. Also nicht nur als Wissenschaftler Wissen herzustellen, sondern tatsächlich Wissen an unterschiedlichste Menschen ja auch zu vermitteln. Du machst ja auch Reisen mit Veranstaltungen, auch wieder zu ganz unterschiedlichen Themen. Ich habe vorhin übrigens noch eine Bezeichnung, die ich auch sehr spannend von dir finde, ganz vergessen. Du bist Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft. Ja? Also das heißt, Du möchtest in der Tat auf den ganz unterschiedlichen Ebenen einfach dann auch wirklich Themen vermitteln. Wenn du jetzt das Thema siehst, du hast gerade gesagt, egal ob Garten oder Balkon, spielt gar keine Rolle. Was kann denn jetzt wirklich jeder ganz konkret tun, um wirklich für die Insekten was zu tun? Also du hast ja auch gesagt, es wird nicht reichen, um das Insektensterben aufzuhalten, aber tatsächlich kann ja jeder doch was tun. Was würdest du sagen? Genau, vor allen Dingen kannst du was lernen, um an dem Tag, wo du da mal in ein Gespräch kommst, wo es dann um eine größere Fläche geht, in irgendeiner Stadtversammlung oder in einem Kleingartenverein, der zum Beispiel beschließt, jetzt sich stärker nicht gegen, sondern mit der Natur zu arbeiten und so weiter. Also das kann ja auch schon im ganz Kleinen passieren, dann hast du die Infos. Also ich kann nur aus meiner Sicht das sagen, was sich bewährt hat in den letzten Jahren und was wir auch ausprobiert haben, aber durch Learning by Ausprobiering, ja. Also
einfach was an Erde da ist. Sandig, feucht, lehmig, absolut egal. Ich habe auch mal so Schrotterde gekauft, die gab es im Ausverkauf beim Supermarkt, die roch auch so ekelig. Da dachte ich mir so, ja, ist egal, komm, nimm sie mal mit, mal sehen, was da drauf wächst. Ne? Da ist am Anfang nämlich überhaupt nichts drauf gewachsen. Also das war wahrscheinlich irgendwelcher Bodenabtrag, den sie da vertickert haben. Aber trotzdem war trotzdem sehr spannend. Und jetzt ist das ein sehr, sehr interessanter Kasten geworden, wo so eine Art bodendeckende Pflanze drauf ist, die sehr, sehr schöne Blüten erzeugt. Also habe ich gar keine Beschwerde. Dann, wenn es geht, wenn man die Möglichkeit hat, wenn es jetzt Balkon oder Terrasse oder so ist, verschiedene tiefe Gefäße nehmen, weil da wachsen natürlich auch ganz verschiedene Sachen, ist ja klar. Dann im Garten, ich würde, anders als du, du bist ja natürlich da ein bisschen freundlicher, aber ich würde dazu raten, wirklich den Garten tatsächlich verwildern zu lassen. Und an den Stellen, wo jetzt die Kids spielen wollen oder so, da kann man das ja dann trotzdem abmähen, aber halt nicht mehr eingreifen in das, was da wächst. Ne? Wenn dann zum Beispiel auf einmal nur hauptsächlich Kleder wächst oder so, dann wächst halt hauptsächlich Kleder, ist dann halt so. Und dann würde ich es über die Jahre, also ich würde mit Düngen, würde ich nicht so eingreifen, wie man das sonst so kennt, sondern würde, wenn man jetzt eine Wurmkiste hat oder irgend so diese Brennnesselsud, was manche in der Garten-Community gerne verwenden, lauter so ein Zeug, das ist alles kein Problem, da kann man so viel nehmen, wie man will. Aber ich würde überhaupt keine gekauften Sachen mehr benutzen, gar keine. Und also auch kein Dünger, keinen mineralischen und so weiter, gar nichts. Nee, ne? Würde ich überhaupt nicht mehr machen. Also wir haben es ausprobiert. Das, was du so, wenn du zum Beispiel jetzt verrottendes Material hast in irgendeiner Ecke, zum Beispiel sagen wir mal einen Komposthaufen oder eine Wurmkiste oder wie auch immer man das im Einzelnen gestaltet oder im ländlichen Bereich sogar einen Misthaufen oder sowas. Das kannst du also problemlos nehmen und da kannst du wunderbare Zyklen. Also ich habe mehrere Sachen. Ich habe Fauchschaben, die haben so gern ein eigenes System über die Jahrzehnte entwickelt, Biosystem. Dann habe ich diese Wurmkiste, das hat auch länger gedauert und dann habe ich diese ganzen Pflanzen. Und also je nach Geschmack, wenn es jetzt um die Insekten geht, nach denen du gefragt hast, würde ich dann gucken. Also wenn mich zum Beispiel jetzt diese ganzen Wildbienen, die meisten gut finden, also Hummeln und so weiter, wenn man die mag, dann kann man natürlich zusätzlich noch diese Hartholzdinger nehmen und da Löcher reinbohren, die dann sauber sind. Das brauche ich jetzt hier nicht erzählen. Ja, aber da würde ich dich genau nachfragen, was hältst du von diesen Insektenhotels? Ich finde die Insekten. Du hast selber welche, ne? Ja, ich finde die gut, weil einerseits hast du teilweise die Spinnen natürlich dran und dann die ganzen Parasitoiden, die natürlich dann die lieben, süßen, niedlichen, knuffeligen Wildbienen und so natürlich leider auch parasitieren und bejagen und so. Aber so ist das halt in der Natur. Und das kannst du dann auch mal beobachten. Besonders diese Mini-Parasitoiden sind sehr, sehr verrückt, die dann später kommen, nachdem schon alles zugeklebt ist in den Röhren. Da frage ich mich immer, wie machen die das? Aber die sind halt einfach super klein. Und dann muss man halt gucken. Also ich habe es mit Brute Force gemacht. Ich habe also einfach mal alles genommen. Ich habe Schilfrohre genommen, die irgendwie man kaufen konnte. Dann musste ich zusehen, dass die Tauben nicht immer Brutmaterial da rausklauen. Dann habe ich diese Hartholzdinger genommen, die ich mittlerweile auch besser finde. Da gehen am Anfang aber die ersten Jahre manchmal gar keine Tiere rein. Die muss man erstmal so ein bisschen hängen lassen. Man sieht auch richtig, die fliegen da richtig intensiv hin und gucken sich das 100-mal an, aber dann gehen sie doch woanders hin. Es hängt auch sehr, sehr stark von der Sonneneinstrahlung, von der Trockenheit und so weiter ab. Du siehst sogar winzige Unterschiede im Zentimeterbereich, wo sie an die Löcher gehen und wo sie auf einmal nicht an die Löcher gehen, im selben Insektenhotel. Ich würde da einfach rumspielen und ausprobieren. Es gibt Insektenhotels, gerade mit zerbrochenem Schilf, da gehen die teilweise gar nicht dran. Aber da gehen wieder andere Tiere rein. Also meinetwegen jetzt Ohrpitscher im Garten oder sowas. Deswegen einfach rumspielen und ausprobieren. Aber grundsätzlich finde ich die Insektenhotels total geil, weil das ist wie Efeu. Wenn man halt so eine hochgewachsene Efeuwand hat oder eben ganz viele verschiedene Insektenhotels, du siehst im Laufe der Zeit, was die Tiere anzieht, was sie nicht so mögen. Ne? Und deswegen, also wenn man Platz dafür hat, die zum Beispiel auf Pfähle zu stellen, allerdings dazu braucht man wirklich ein bisschen verwilderte Gärten. Ich habe das schon mal gesehen, weil ich sollte Insektenhotels eröffnen und dann hatten die nur so ein Platt, so einen englischen Rasen da. Dann habe ich gesagt, nee Leute, also das eröffne ich nicht. Also ein Insektenhotel. Oder ein Insektengarten ein Insektenhotel im Schottergarten oder so. Oder sowas, genau. Also das bringt da nichts. Aber grundsätzlich finde ich die total cool. Man kann die teilweise auch hinstellen. Also wenn man wirklich so eine steinige Ecke hat, da kann man sie auch drauf stellen. Ist natürlich für das Holz nicht immer optimal oder Tiere können das dann umrennen und so. Aber wer eine Anleitung braucht, kann natürlich dann da gucken, beim NABU und überall da, wo solche Anleitungen da sind. Aber ich persönlich, wer Bock hat, ich würde vorschlagen, es einfach auszuprobieren. Das finde ich super, Marc, weil das ist ja etwas, was die Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner sowieso umtreibt, zu sagen, ich probiere das einfach mal aus, ne? Ich pflanze einfach mal da das oder hier das oder so und gucke mal, was draus wird. Und du sagst auch, hey, macht euch da nicht so viel Stress, probiert es doch einfach mal aus und guckt doch einfach mal, was draus wird. Ne? Also das ist so ein bisschen das Motto, wie man das deiner Meinung nach machen sollte.
Ja, du kannst vor allen Dingen auch zum Beispiel, ich hatte sehr viele nicht geeignete Insektenhotels. Das waren diese Schilfrohre, die so irgendwie spitz waren oder sich mit Feuchtigkeit vollgesaugt waren, also Risse hatten. Auf jeden Fall, das mochten die dann irgendwie nicht so. Ein paar mochten es, ein paar von den Arten, aber andere nicht. Und da kannst du das wieder nehmen. Die habe ich dann auseinandergebaut und habe die dann zum Beispiel in die Wurmkiste geschmissen. Oder wenn man im Garten eine Ecke hat, kann man das auch einfach mal in so eine Ecke legen. Und dann werden natürlich ganz andere Tiere die Rohre sehr wohl verwenden für irgendwas. Nur nicht für das, wofür es halt ursprünglich mal gedacht war. Also da sieht man schon, dem Ausprobieren, man sollte dem Ausprobieren vielleicht auch nicht immer so ein Ziel geben, sondern einfach mal gucken, was passiert. Jetzt gucke ich gerade schon mal parallel so ein bisschen in die Fragen, die wir mittlerweile doch einige bekommen haben. Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, nutzt noch die Gelegenheit und schreibt gerne noch eure Fragen hier in die Kommentare. Wir versuchen, die dann noch zu beantworten. Die Sonja fragt zum Beispiel, wenn du einen Nutzgarten hättest, also mit Obst und Gemüse, was wären die wichtigsten und die liebsten Insekten, die du da gerne hättest? Ja, das ist wirklich eine gute Frage, weil ich da gerade bei einer Konferenz teilgenommen habe vom Museum König, die in Bonn sind und dadurch auch so ein bisschen landwirtschaftliche Anbindungen und Forschungskenntnisse haben. Und da hat gerade eine Kollegin erzählt, dass wenn man zum Beispiel diese Birnen- und Apfelgärten jetzt hätte, nehmen wir mal das als Nutzgarten, es gibt natürlich auch ganz andere Sachen, dann ist es so, dass wenn du jetzt Qualität darauf legst, dass die Äpfel und Birnen super clean aussehen, dann musst du da mit Insektengift rangehen und kannst also diese wilden Streifen, die sehr gut sind, weil dann nämlich Bestäubung trotzdem ja noch stattfinden soll, die kannst du außen drum rum anlegen. Aber ich denke, von sowas redet die Sonja und oder andere, die jetzt fragen, natürlich nicht. Ich würde tatsächlich, wenn man irgendeine Art von Nutzgarten hat mit, weiß ich nicht, auch noch Möhren, Salat und so weiter, dann würde ich jetzt persönlich würde sagen, was auch immer da reinfliegt, hängt sehr stark davon ab, was du ringsrum hast. Also zum Beispiel, ich war mal in einer Kleingartensiedlung, da war so eine Böschung von der Straßenbahn. Da waren lauter so Brombeerbüsche und so ein Zeugs. Da hast du natürlich total andere Tiere und Insekten, als wenn dein Nachbar jetzt jemand ist, der wie gesagt den englischen Rasen hat oder jemand ist, der reiner Gemüsegärtner oder reiner Salatgärtner ist, im Vergleich zu Obstbaumgärtner, im Vergleich zu jemandem, der Obst hat, was runterfallen darf und so weiter und dann da von den Wespen gefressen werden darf und so. Also deswegen, ich würde da einfach staunend gucken, was da so rumfliegt. Ich würde also gar nicht spezielle Tiere anlocken, weil die kommen sowieso. Wenn sie kommen können, kommen sie sowieso, weil sie sich ja dann auch dort vermehren. Das heißt, dann entsteht automatisch dieser sich selbst erhaltende Kreislauf. Jetzt haben wir ein Thema, das hast du vorhin schon ganz kurz mal erwähnt, das Thema Klimawandel. Das macht ja auch was mit unseren Gärten, das macht auch was am Ende des Tages mit Insekten. Wir haben das ganz bitter erleben müssen als Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner mit dem Buchsbaumzünsler, der ja hier quasi eingewandert ist und über wenige Jahre von Süddeutschland bis jetzt komplett nach Norddeutschland im Prinzip alle Buchsbaumhecken geschreddert hat. Das mag man jetzt persönlich schön finden oder nicht, aber droht uns da noch mehr, Marc? Kommen da noch mehr neue Arten auf uns zu? Ja, also auf jeden Fall. Ich kann das auch aus Sicht von Baumsachverständigen jetzt eher sagen, die sich eher für die Bäume interessieren oder eher Leuten, die sich für die Bewässerungsproblematik interessieren und so. Also da kommt wir können sicher davon ausgehen, dass unheimlich viel vertrocknen wird einfach. Das kann auch sehr, sehr schnell gehen, haben viele in den Gärten sicher auch erlebt, wie schnell das einfach wegtrocknen kann, besonders wenn du nicht genügend Erdtiefe hast oder so flachwurzelnde Pflanzen. Also bei Klee zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Also ich habe das mehrmals erlebt, dass das Klee innerhalb von 3-4 Tagen bei mir einfach weggebrutzelt ist. Das ist irre, das mal live mit eigenen Augen zu sehen, das glaubt man gar nicht. Ich denke, alles, was Monokulturen sind, wie zum Beispiel Buchsbaumhecken oder jede andere Sorte von Monokultur, die werden wir künftig nicht mehr haben können. Die Leute, die forstwirtschaftlich unterwegs sind, wissen das schon. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die schnitzt so mit Kindern und ist viel im Wald unterwegs. Sie hat schon gesagt, sie klettert jetzt noch ein bisschen in die Bäume, weil sie, und da stimme ich ihr zu, weil sie vermutet, dass in wenigen Jahren diese Monokulturwälder sowieso alle zusammenbrechen werden und bis dann neue Bäume, auf denen man klettern kann, hochwachsen. Das wird ein bisschen dauern. Und genauso sehe ich das. Also ich denke, wer jetzt schon die Natur so ein bisschen machen lässt, wird erstaunt sein, besonders bei den Pflanzen, die ein bisschen tiefer wurzeln. Das kann nämlich 2-3 Jahre dauern, bis da überhaupt auch was passiert und die blühen und die irgendwie interessant aussehen. Aber wenn man das einfach so ein bisschen in Ruhe lässt, dann entstehen auf jeden Fall Gärten, die sehr anders aussehen werden als noch jetzt, wir die kennen.
aber die, wo einfach super viel Leben ist und die super vielfältig sind und, was ich besonders interessant finde, die auch echt bunt sind. Also wo man, anders als wir kennen dann vielleicht noch früher von Geranien, die alte Leute früher hatten oder sowas, oder Hibiskus, auch im Garten teilweise, was die Leute so, weil das so farbig ist. Aber dieses Bunte, das kann man sich ganz leicht wieder in die Gärten holen, wenn man halt damit lebt. Wir können gegen diese Vertrocknung nichts tun. Wir können auch gegen die Stürme und die Überflutungen auch nichts tun, also zumindest nicht im heimischen Garten. Und da muss man einfach sehen, welche Pflanzen sich dann ansiedeln und dauerhaft da bleiben und welche nicht. Ich hab so viel vertrocknen sehen und habe dann auch gesagt, okay, was soll's, das kommt dann halt nicht wieder, ne? Da kannst du nichts machen. Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht und die haben auch viele in unserer Community gemacht, dass du eben gegen natürlich Vertrocknung oder auch zu viel Niederschlag nichts machen kannst. Aber was man natürlich machen kann und was ich hoffe, dass viele Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner tun, ist die Grundlage zu schaffen, genauso wie du sagst, eben durch zum Beispiel unversiegelte, offene Böden, den Pflanzen und den Insekten die Möglichkeit zu geben, sich überhaupt wieder anzusiedeln. Das heißt aber, du sagst jetzt nicht, oh, um Gottes Willen, da kommt durch den Klimawandel ganz was Fürchterliches auf uns zu, das alles vernichten wird, sondern du sagst einfach, nee, das wird sich anpassen. Wie schätzt du das ein? Ja, also wenn du jetzt, sagen wir mal, wirklich auf die Arten guckst, wie die sich vom Klima her verhalten, dann sehen wir, dass die natürlich teils, wo Berge zum Beispiel sind, immer weiter in die Berge bewegen, weil es dann noch kühler ist. Also die wollen halt ein bisschen, die sind darauf angepasst, kühler zu leben und dann irgendwann ist der Berg zu Ende. Das heißt, dann sind die tot. Dann geht es nicht weiter für die. Also es wird auf jeden Fall dieses heiß-feuchte kommen. Es könnte jetzt eher, je nachdem, welche Region du in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, ne, wo jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer herkommen, wo du bist, kann es ein bisschen feuchter und tropischer sozusagen werden. Da wirst du dann auf einmal diese singenden Bäume haben, zirp, 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 zirp die ganze Nacht und solche Dinge. Ist in den trockeneren Gegenden könnte ich mir vorstellen, dass die schon genannten, meinetwegen jetzt so Sandbienen und Ameisen und so weiter, dass die dann interessanter sind. Die sind übrigens auch sehr, sehr interessant. Also ich weiß jetzt nicht, ob das für alle Gärtnerinnen und Gärtner so spannend ist, aber ich bin ja viel in verschiedenen Regionen der Welt. Also was man da alleine sieht, wie die Ameisen sich alle total verschieden verhalten, das ist so abgespaced, verschiedene Arten. Das gilt natürlich dann auch für die Tiere, die so ein bisschen so leichte Mulden graben und wieder andere Tiere jagen, die ganzen Spinnen natürlich und so. Also insofern, ja, das ist schon katastrophal, aber diese Bewertung ist halt ohne Bedeutung, weil was willst du machen? Es ist, wie es ist. Und deswegen würde ich dann einfach mit dem Spielraum, den wir haben, nämlich das von dir schon genannte, Böden öffnen, keine Gifte benutzen, einfach mal gucken, was passiert. Oder was ich noch sagen würde, halt auch mal verschiedene Bodenmischungen zulassen. Also wenn an einer Stelle zum Beispiel Sand, ist für Sandlaufkäfer natürlich sehr interessant. Wenn du also eine Stelle hast, wo irgendeiner mal Sand hingekippt hat, dann musst du da jetzt nicht künstlich Gartenerde draus machen, dann kannst du auch den Sandhaufen da liegen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Freuen sich auch die Spatzen übrigens, ne? Ja, genau, stimmt. Das ist richtig. Genau. Und so gesehen, ich sehe da eher eine Möglichkeit drin, dass wir in einer sich stark verändernden Welt sehr viele spannende Beobachtungen machen können. So sehe ich das. Stimmt, ich denke, das wird auch genauso sein. Sag mal, die Ivy fragt gerade noch, sie hat jetzt heute gerade eine schwache Wespe gefunden, aber das ist natürlich auch gerade im Frühjahr erleben wir das ja oft, wenn der Insektenflug losgeht, dass wir schwache Insekten finden, die irgendwo rumliegen. Wie kann man denn eigentlich schwachen Insekten helfen? Kann man denen überhaupt helfen? Da gehen Videos durchs Internet. Kann man denen wirklich helfen? Also sagen wir mal so, die Tiere, die irgendwo liegen, die sind jetzt, wenn es Fliegen sind oder viele andere Tiere, manche Leute helfen ja auch Fliegen, ich zum Beispiel, ne? Also die haben natürlich häufig auch irgendwelche Pilze drin oder so, die schon den ganzen Körper durchsetzt haben oder sowas, ne? Da kannst du eigentlich nichts machen und bei den Wespen oder Bienen oder den sogenannten Hummeln, ne, und so weiter, die liegen natürlich regelmäßig da rum. Also ich habe jetzt das einfach mal ausprobiert. Biologisch gesehen würdest du sagen, komm, auf die paar Tiere kommt es nicht an. Das sind also riesige Mengen von Lebewesen, aber das sehe ich halt nicht so. Und dann habe ich es mal gepostet auch, wenn Leute so im Kronkorken von einer Bierflasche so einen kleinen Zuckermix gemacht haben oder auch nur Wasser. Und du siehst halt, darauf spielst du wahrscheinlich an, du siehst dann auch regelmäßig, dass es den Tieren besser geht. Nicht immer, aber häufig. Auch Schmetterlinge, die natürlich auch das Riesenproblem mit der Trockenheit haben. Das ist ganz, ganz schlimm. Und dem Aussterben der normalen wilden Pflanzen, weil halt immer mehr von diesen Steingärten und so weiter überall und betonierten Gärten überall unterwegs sind. Und ich muss mittlerweile sagen, ich befürworte das vollständig. Also probiert es mal aus, nehmt euch den Kronkorken bitte auch nicht immer mit Zuckerlösung, sondern manchmal auch nur mit Wasser.
Und dann gucken wir, was die Tiere machen. Wenn die dann ihren Rüssel oder was auch immer die haben, bei Schmetterlingen dieses lange aufgerollte Ding, wenn die das benutzen, bitteschön. Oder wenn die sich da reinsetzen und nicht bewegen, okay, bitteschön. Man darf halt nur nicht traurig sein, wenn die dann trotzdem sterben. Aber man kann sich freuen, wenn einige von denen weiterfliegen. Natürlich, wenn du jetzt im Herbst irgendwelche sterbenden Wespen hast, dann werden die jetzt deswegen auch nicht einen neuen Bau gründen, sondern die werden trotzdem sterben. Aber ich sage mir dann halt, okay, A, es hat dir Spaß gemacht. B, du hast was gelernt. C, du hast dem Tier geholfen. Egal biologisch oder wissenschaftlich gesehen oder nicht. Und D, das finde ich besonders wichtig, das ist auch vorbildlich für andere, weil dadurch, dass du nicht bei allen Arten weißt, wann die natürlicherweise sterben, wann sie natürlicherweise von Pilzen befallen werden, ist das ja eine Lehre fürs ganze Jahr. Dann kannst du den Tieren halt das ganze Jahr helfen. Besonders interessant zum Beispiel auch bei Wanzen. Das ist ja so eine Art, früher, wenn du eine Springspinne gepostet hättest, hätten alle diese Kotz- oder Flammenwerfer-GIFs gepostet. Heute sind die, wie gesagt, die Darlings des Internets, ne, seit ein paar Monaten. So, jetzt ist das mit Wanzen, ist dasselbe passiert letztes Jahr. Ich schreibe immer nur drunter, das ist eine Wanze und schicke die Leute dann in die Richtung, wo sie bestimmen können, welche. Und am Anfang dachten alle, Wanzen, die sind doch irgendwie Schädlinge für Menschen oder sowas, Bettwanzen oder so. Jetzt sehen die aber eindeutig nicht wie Bettwanzen aus und leben auch draußen. Das heißt, einige sind neugierig, gucken nach, dann posten die selber drunter, nee, die leben auf Blättern und saugen Pflanzensäfte und so weiter und sehen auch ganz interessant aus. Und guck mal hier, wie bei den Marienkäfern, guck doch mal hier, die Färbung ist doch ganz spannend. Und dann kann es auch Wanzen helfen auf einmal. Natürlich. Also das ist besonders dann interessant, wenn es kälter wird, dann kommen die ja rein in die Wohnung. Okay, natürlich kannst du die schlecht als Haustiere halten, außer du hast ein Terrarium oder so, okay, aber die werden trotzdem sterben. Also eigentlich müsste der Rat sein, nimm sie und tu sie raus. So, jetzt ist der menschliche Reflex, aber es ist doch kalt, deswegen sind sie in die Wohnung gekommen. Okay, dann setz sie halt in eine Umgebung, wo sie sich ein bisschen wohlfühlen, ein paar Tage lang, aber früher oder später musst du sie rauslassen, weil du kannst jetzt kein Heim für Blattwanzen und Baumwanzen machen, weil du hast keine Blätter und Bäume bei dir in der Wohnung. Und so, also helft den Tieren, beobachtet die Tiere, aber gebt der Natur dann irgendwann auch wieder ihren Raum und lasst sie halt fliegen oder wandern oder notfalls auch erfrieren. Oder was man auch nicht vergessen darf, viele Tiere setzen sich auch einfach nur in die Kälte, erstarren, aber wenn es warm wird, im Frühjahr können die auch wieder fit werden. Also deswegen, nur weil die sich nicht bewegen, heißt ja nicht, dass sie tot sind. Ja. Wir sagen ja auch immer bei den Spinnen, die dann im Herbst reinkommen und so weiter, bitte tötet sie nicht, sondern bitte schmeißt sie einfach wieder raus. Da gibt es ja mittlerweile auch tolle Geräte, wo man die, ohne sie anzufassen, quasi rausschmeißen kann wieder. Du hast das Thema gerade angesprochen, das will ich noch einmal kurz betonen oder erwähnen, Durst der Insekten. Es gibt ganz viele tolle Bilder von Insektentränken, die man mittlerweile bauen kann, wo man einfach in die Vogeltränke zum Beispiel ein paar Steine mit reinlegt, damit die Insekten nicht drin ertrinken, oder mit Glasmurmeln habe ich schon ganz viele tolle gesehen. Also auch da gibt es ganz viele tolle Ideen, glaube ich, wie man den Insekten wirklich sehr, sehr gut dann am Ende des Tages helfen kann. Die Annette fragt uns noch, was kann man denn der blauen Holzbiene, da ist sie, ne, als Nisthilfe anbieten? Also ehrlich gesagt, dadurch, dass sie so schnell es geschafft hat, von sagen wir mal, mittelmeerischen Gebieten bis nach Norddeutschland durchzuwandern, das hast du ja vorhin auch geschildert beim Buchsbaumzünsler, würde ich fast sagen, dass man das dem wilden Garten überlassen kann, weil ich persönlich, also ich bin jetzt nicht Experte dafür, aber ich konnte noch nicht so richtig einen guten Zusammenhang sehen und ich könnte mir eventuell vorstellen, dass sie einen gewissen Anpassungsspielraum haben. Deswegen will ich jetzt keinen Tipp geben für die Tiere, weil es könnte sein, dass die auch ein bisschen andere, sagen wir mal, Pflanzen, reden wir jetzt mal nur von Pflanzen, verwenden, sowohl als Ernährungshilfe als auch zum Brüten, Nisten, Paaren, sich treffen, sich in Schatten setzen oder in die Sonne setzen oder so, als sie das ursprünglich gemacht haben. Deswegen wäre ich da vorsichtig. Also ich würde es mal beobachten in der Region, in der du lebst, wo du sie genau siehst und was sie da genau macht. Und dann kannst du da eventuell die entsprechende Umgebung ein bisschen stärken. Aber ich würde fast tippen, gerade bei der blauen Holzbiene, dass das eventuell einfach nur ein bisschen die schon sehr, sehr oft heute Abend angesprochene wilde, von die du nanntest, wilde Gartenecke, oder ich würde sagen, den komplett verwilderten Garten, das dürfte schon reichen, vermute ich fast mal.
Sag mal, dann eine Frage von der Nina, die fragt nochmal zum Thema Retten von Bienen eben. Kann man Bienen denn mit ein wenig Honig und Wasser verdünnt auf die Terrasse stellen und helfen? Jetzt lese ich zum Beispiel immer, man soll auf keinen Fall Honiggläser einfach ins Altglas werfen, weil man gefährdet da sogar Bienen durch. Was ist jetzt los damit? Was stimmt wirklich? Ah ja, ja, da, nee, da ist was dran. Es ist tatsächlich so, dass es bestimmte Krankheiten, die sich unter Honigbienen dann hauptsächlich verbreiten können, da verbreiten. Bei den Wildbienen weiß man es natürlich nicht immer so. Viele Wildbienen dürfen ja auch gar nicht mehr gefangen und damit auch nicht mehr untersucht werden, weil die unter Naturschutz stehen. Aber es ist schon richtig. Also man könnte sicherheitshalber das Honigglas mal auswaschen. Oder das ist ja einfach, kaltes Wasser rein, ein paar Stunden stehen lassen, zack. Da brauchst du also kein Spülmittel und kein kochendes Wasser und auch sonst nichts. Ne? Oder die Imker nehmen die Gläser ja, und Imkerinnen nehmen die ja teilweise auch zurück, die Gläser. Das ist echt, also wirklich mit kaltem Wasser ausspülen und abtropfen lassen, trocknen lassen, fertig. Aber oder dann ins Altglas tun. Aber es ist schon richtig, wir Menschen können natürlich unheimlich viele Desaster anrichten, indem wir immer versuchen, was Gutes zu tun, was scheinbar Gutes, und dann erzeugt es was Schlechtes. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt eine private Meinung, ne? Aber ich würde mir um die Honigbienen nicht so viele Sorgen machen, weil, soweit ich das sehen kann, geht das sowieso schief. Es gibt schon genügend Regionen auf der Welt, wo nur noch so wenige bestäubende Tiere unterwegs sind, dass die Schulkinder schon mit Pinseln raus müssen und die Bestäubung durchführen müssen. Es gab früher mal in Deutschland die sogenannten Kartoffelferien, also Herbstferien, wo die Jugendlichen und Kinder helfen mussten, Kartoffeln zu ernten für die Eltern. Und ich sehe das schon kommen, dass halt die Bestäubungsferien eines Tages kommen oder man dann halt irgendwelche Leute aus Niedriglohnländern einfährt oder einfliegt, wie das jetzt schon bei Spargelernte, Erdbeerernte und so weiter ist, die dann den Job machen, auf den die Leute in den reichen Ländern keinen Bock haben. Aber das stimmt. Wir können Bienenkrankheiten und Insektenkrankheiten und auch Pilze, Bakterien, alles Mögliche, sogar Viren, das können wir alle durch Achtlosigkeit und Honiggläser und so verbreiten. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich würde mir in dem Desaster, was wir jetzt haben, darüber echt keine Gedanken machen, weil, ich sag mal so, lässt du deinen Garten verwildern, im Vergleich zu, schmeißt du dein nicht ausgewaschenes Honigglas in den Müll. Da würde ich sagen, da reden wir von so einem starken Unterschied im Nutzen des verwilderten Gartens im Vergleich zu dem möglichen Schaden von deinem Honigglas, dass man sich da echt nicht so einen Kopf drum machen kann. Und wie gesagt, wenn man was rausstellt für die Tiere, da stimme ich allerdings zu, da würde ich wirklich keinen Honig nehmen. Nicht so aus den Krankheitsgründen, das spielt da durchaus eine Rolle auch, sondern einfach, weil viele Tiere auch wirklich gar nicht dran gehen. Also der Honig ist ja jetzt kein Futter für hauptsächlich für erwachsene Bienen oder so. Deswegen, ich würde dann einfach, es gibt es ja auch für Schmetterlinge oder so, die sehen ja auch andere Farben, die Insekten. Ne? Teilweise sehen die ja die Muster, die wir überhaupt nicht sehen können in den Blüten und so. Also wer Spaß daran hat, jetzt hauptsächlich diese Tränken zu machen, das, was du gesagt hast, ist gut. Wenn man sowieso eine Vogeltränke hat, Steinchen und Glasperlen und Zeugs reintun, das ist die eine Sache. Dann das zweite wäre, man könnte auch so Schmetterlingstränken machen, die häufig dann auch so eine Form und Farbe haben, die dann wie so eine kitschige Kinderblume aussehen. Das könnte man auch mal versuchen. Achso, das ist wirklich sinnvoll. Also ich habe die mal so ein bisschen belächelt, diese Tränken. Die sind wirklich so sinnvoll. Von deinem Garten ab. Also wenn du einen Garten hast, in dem genügend Anbindung ist, wo auch genügend Schmetterlinge sind, ist das ganz gut, weil die Tiere eben Farben und Formen ganz anders sehen als wir. Du kannst aber auch, ehrlich gesagt, kannst du auch ein gelbes Dreieck nehmen. Das ist völlig egal. Oder du kannst irgendwas reinmalen mit Infrarotfarbe oder so oder ultravioletter Farbe, je nachdem. Also das muss jetzt nicht wie eine Blume aussehen. Es geht nur darum, diese flachen Schalen, die farbig sind, die sind auch nicht schlecht. Das kann auch für Bienen interessant sein. Und dann als drittes kann man ruhig auch mal was mit Zuckerwasser zur Verfügung stehen. Ich würde nur immer dafür sorgen, dass die Tiere das wiedererkennen können. Also zum Beispiel, deswegen sind die Glasperlen nämlich auch ganz gut. Oder eben diese Farben und Formen, die ich vorhin von diesen Schmetterlingstränken genommen habe. Oder ansonsten vielleicht auch irgendwas, was, das sehe ich oft bei den Insektenhotels, was einfach einen sehr auffälligen Kontrast hat zum Hintergrund oder so. Ne? Also, dass das helles Holz ist und dahinter hast du ein bisschen dunkles Holz oder so. Also, die Sachen würde ich alle durchaus machen. Das kann man auch im Bereich der Tränken machen. Doch, doch. Also hier gibt es auch gerade in den Kommentaren noch viele andere tolle Ideen. Die Vicky hat zum Beispiel die Idee, fragt, ist es sinnvoll, zum Beispiel Bürgerinitiativen zu gründen, um freie Landflächen zu kaufen und dort dann einfach eben diese verwildern zu lassen? Ja. Auch eine tolle Idee, oder?
Ja, das ist wirklich sogar, die Idee ist sogar sehr weit vorne. Ich habe vor ein paar Jahren, vor Corona, habe ich mal, das sollte als Firma gegründet werden. Da sollte man Anteile kaufen können und die wollten das dann machen. Das war den Leuten aber, glaube ich, zu suspekt, dass sie sagen, ich gebe doch keine 100 Euro dafür aus, dass irgendwo einem Bauern Land abgekauft wird und dann da was verwildert lassen wird. Das war aber eine sehr gute Idee. Und also wenn sich Bürgergruppen und Bürgerinnengruppen bilden, die das in einem Bereich machen, wo ihr auch Spaß habt, ihr könnt euch einen Klappstuhl dahinstellen, habe ich schon gesehen, ist kein Märchen. Einfach abends einen Klappstuhl dahinstellen, so ein halbes Stündchen und dann mal zweimal die Woche dahin gucken. Ihr werdet nicht glauben, was bei diesen wild hochgewachsenen Flächen alles zirpt, springt, brummt, krabbelt, knackt. Das ist der Irrsinn, ne? Es hat sogar ein Bauer gemacht, ein konventioneller Bauer, habe ich gesehen, mit eigenen Augen. Der hat ein Schild hingemacht und hat sogar einen Stuhl dahingestellt. Da muss man sich gar nicht mitbringen. Hat gesagt, schauen Sie mal, was hier alles lebt. Das ist so, da hat er Geld für so einen Ausgleichsstreifen bekommen, wo er dann einfach die Pflanzen hat hochwachsen lassen. Also wohlgemerkt, ein konventioneller Landwirt, der also sonst alles, alle Insekten tötet, ne? Oder aus seiner Sicht auch töten muss, weil der Ertrag sonst nicht passt. Okay, das stimmt zwar wissenschaftlich nicht, aber das glaubt er. Und dafür wären so Bürger-Bürgerinnen-Initiativen ein Traum, weil man muss nichts tun. Man kann mit ganz wenig Geld, kann man natürlich die Landflächen irgendwem abluchsen. Ehrlich gesagt, das könnte man sogar mit den Gartenbesitzern, Gartenbesitzerinnen machen und dann sagen, hey, was würde das kosten, wenn ihr einen 2 Meter breiten Streifen hier einfach verwildern lasst oder so. Also das ist total einfach und finde ich eine super Idee, die auch eigentlich extrem starke Auswirkungen für Naturschutz, Umweltschutz, Insektenschutz hat und einfach fast null Aufwand bedeutet, außer ein bisschen Geld. Und dann hast du es ja Lazy Gardening gedacht und dann halt Lazy Gardening, ne? Mehr ist es nicht. Ja, aber perfekt, also insofern wirklich eine gute Lösung. Eine Frage muss ich dir noch stellen, weil die nochmal einen ganz anderen Bereich betrifft, den wir noch nicht so intensiv heute Abend diskutiert haben. Die will ich stellen, und zwar der Thorsten fragt, des Einfluss des künstlichen Lichts in der Stadt und in den Gärten auch, was man zum Teil sieht. Wie ist dieser Einfluss auf die Insektenpopulation zu sehen letztlich? Also wir vermuten, da gibt's auch viele Messungen zu, aber es ist halt immer schwierig, weil die Welt sich derzeit so stark ändert, die Umwelt so stark ändert. Und dann, wenn du jetzt natürlich anfängst zu messen, bist du schon mittendrin in dem Chaos sozusagen. Also wir vermuten, dass diese Lichter, die Lichtquellen, die dauernd an sind, dass die erst natürlich die Insekten da in falsche Richtung locken. Okay, dann kannst du sagen, na gut, dann sitzen halt die fetten Spinnen am Wasser, da wo das Licht ist, dann fliegen die Insekten da rein. Okay, es ist dann auch wieder irgendwie ein Kreislauf des Lebens. Der sich irgendwie reguliert und regelt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Erschöpfung ein sehr großes Problem ist, weil wenn die Tiere die ganze Zeit an Lichtquellen fliegen, die ganze Nacht brennen, könnte das unter den sehr schlechten Bedingungen, die wir jetzt haben, wo die Tiere eben tatsächlich auch schon sowieso unter starkem Umweltstress stehen, was früher nicht der Fall war, da könnte das eine Rolle spielen. Also ich würde, wenn es geht, tatsächlich das Licht ausschalten und dann halt mit so einem Bewegungsmelder, die kosten ja nichts mehr, dann so ein Bewegungsmelderlicht dahin machen, was aber nicht aktiviert wird durch Insekten oder andere Tiere, die da mal lang streunern, sondern eins, was wirklich dann nur auf Menschen oder größere Tiere, die da langlaufen, angeht. Das würde ich machen, aber das stimmt. Das mit dem Licht ist ein ganz eigenes Thema. Da könnte man einen eigenen Abend zumachen. Also, was man sehr gut machen kann, ist, wenn das Licht unbedingt brennen muss, wenn es muss, dann würde ich das schwächestmögliche Licht nehmen. Am besten auch nicht so ein helles, kaltes Licht, wie das vielleicht so vom Mond käme oder sowas, scheinbar. Und dann sehr starke Abschirmung machen. Also, dass das nur dahin leuchtet, wo es auch wirklich hinleuchten muss, damit es nicht in andere Richtungen abstrahlt. Wird auch bei der Stadtplanung mittlerweile so gemacht, dass nach oben hin zum Beispiel immer abgeschirmt wird, nach unten eher so orangenes Licht geht und dann so wenige Straßenlaternen wie möglich. Aber im heimischen Bereich würde ich einfach, so gut es geht, das Licht komplett weglassen. Wegen dem Ermüdungsstress und wegen dem Desorientierungsstress. Wer jetzt älter ist, der sagt sich natürlich, der Beneke, der hat sie doch nicht mehr alle, wenn ich am Waldrand irgendwo ein paar Lichter stehen habe, da sind doch Millionen von Insekten, das sieht doch ein Blinder. Oder früher das bekannte Beispiel, wenn du mit dem Auto durch ein Feld gefahren bist oder mit dem Traktor, konntest du gar nicht mehr zählen, wie viele Grashüpfer und Grillen dir um die Ohren geflogen sind oder gegen die Scheibe. Ja, ist aber nicht mehr so. Ist seit 15 Jahren ist das nicht mehr so. Deswegen muss man jetzt auf einmal also auch sozusagen den Stress wirklich senken von den Tieren. Übrigens, noch geht das ja, das wird in ein paar Jahren auch nicht mehr gehen. Ich kann euch auch wirklich mal raten, wenn ihr die Möglichkeit habt, in so ein abgelegenes Häuschen, Ferienhäuschen oder Schlösschen oder was es da immer zu mieten gibt, am absoluten Ende der Welt, in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern oder so, wo einfach sonst auch keiner ist und wo auch keine intensive Landwirtschaft ist,
wenn ihr da mal hingeht und dann eine Lampe, elektrische Lampe außen halt brennt, dann könnt ihr mal nachts rausgehen und mal gucken, was da alles rumfliegt. Das ist wie so ein Feenzauber, das, je nach Jahreszeit. Das ist unglaublich, was man da an Nightflyers sieht, also Motten sozusagen. Aber dann auch je nachdem Fächer, Flügler und alles Mögliche. Und es sieht wirklich aus wie eine Märchenwelt. Also ihr könnt die vielleicht auch fotografieren, wenn ihr eine entsprechende Handykamera habt, ohne Blitz. Also der Blitz ist nicht schlimm, das ist nicht das Problem, aber man sieht dann nichts, weil dann ist alles weiß. Und ihr werdet, ich schwöre, ihr werdet euren Augen nicht trauen, was ihr da fotografiert. In dem Moment denkt man halt so, ja gut, das flattert halt da rum. Aber wenn ihr dann einen Monat später oder jetzt im Winter euch die Bilder anguckt, das mache ich vielleicht mal. Ich kann morgen mal ein paar Bilder posten aus dem Sommer, nur so von normalen Gartentieren, gar nicht mal von denen. Aber wenn ihr diese Nachttiere nochmal seht, also gerade wenn ihr einen Garten habt, dann mögt ihr ja irgendwie Natur, sonst würdet ihr das nicht haben. Ihr werdet das nicht glauben, dass diese Märchenwelt um uns herum noch lebt. Aber dazu müsst ihr jetzt schon in ganz abgelegene Regionen gehen, sonst seht ihr das leider nicht mehr. Jetzt stelle ich dir doch unverschämterweise noch eine Frage, die der Kai hier gestellt hat. Der sagt nämlich, du bist ja in ganz vielen Regionen in Deutschland auch immer unterwegs. Was ist das, was dich in unterschiedlichen Landschaften am meisten freut und am meisten vielleicht auch traurig macht? Also sagen wir mal so, traurig würde ich fast gar nicht sagen, weil ich halt sage, okay, wir leben auf dieser Welt, auf der wir leben, in der Zeit, in der wir leben und so ist das halt. Das kann ich jetzt auch nicht ändern. Also was ich zunehmend super gruselig, creepy und so, dass einem so richtig den Rücken das runterläuft, das sind, wenn ich mit dem Zug durch Deutschland fahre, was ich halt fast jeden Tag mache, hast du ja auch gerade schon erwähnt, diese Kulturlandschaften, die einfach nur noch aus diesen unterteilten Flächen bestehen, die manchmal so ein bisschen verschiedene Erdfarben oder dann, wenn was blüht oder wächst, andere Grünfarben oder Braunfarben oder Gelbfarben oder sowas haben. Das ist so krass von jeder Art von Natur entfernt, dass ich halt das fürchterlich finde, dass jetzt eine komplette Generation aufwächst und denkt, das wäre Natur. Das hat mit Natur überhaupt gar nichts zu tun. Das ist nur eine ganz normale industrielle Verwertung von irgendwas. In dem Fall jetzt eben Pflanzen und Tieren oder so. Das finde ich super creepy, weil wenn du nicht mehr das Erleben hast, was ich vorhin geschildert habe, dieses Feenhafte oder früher diese zahlreichen Singvögel, die ich zum Beispiel noch gehört habe, nebenbei einfach nur, also teilweise wirklich auch nur Amseln oder Nachtigallen oder so, ja, die heute in Großstädten schon kaum noch da sind. Oder Spatzen, von denen du vorhin sprachst. Ah ja, die Spatzen, die früher sehr, sehr wichtig waren. Oder auch, was jetzt neuerdings passiert, Stare, die aus Brandenburg nach Berlin reingedrückt werden, weil da die alles zugebaut wird und intensiv belandwirtschaftet wird. Die können ja auch ganz tolle Geräusche machen. Die Stare haben ja mörderischen Spaß daran, andere Lebewesen nachzumachen. Das ist so ein Spaß. Und wenn du das nicht kennst, dann ist natürlich dein Frame of Reference sozusagen, also das, worauf du das beziehen kannst, ist natürlich was anderes. So, wenn ich jetzt aufwachse in einer Welt, in der ich nur diese zerstückelte Terror-Nicht-Natur kenne, dann, das finde ich gruselig, weil dann musst du die Leute wirklich wieder an der Hand nehmen und dann dieses Hinterhof, Insekten fotografieren, also auch Schmeißfliegen oder Grashüpfer, also das, was früher oder bis vor ein paar Jahren eigentlich noch sowieso, weil Marienkäfer, Maikäfer, Junikäfer, ne, sowas, das ist creepy. Das ist in ganz Deutschland leider so. Und was ich gut finde, ist, zum Beispiel die Belinda, die hat so einen eigenen Kanal, die Welt der Spinnen und Insekten. Da hat sie zum Beispiel viele Spinnen häufig dann gezeigt, schon sehr, sehr früh. Das finde ich gut, wenn das dann überschwappt und die Leute sich im Internet daran gewöhnen, wie die aussehen und was die machen und wo die leben. Und wenn sie die dann im Freien oder in der Wohnung sehen, dann jetzt ganz anders rangehen, mit einem ganz anderen Blick. Und sei es nur der von dir genannte Plastikapparat, wo du sie dann raustragen kannst. Aber das ist ja auch schon mal besser, als einen Staubsauger zu holen. Und ansonsten sind es halt alle, also was ich besonders mag, sind in Städten die nicht zugebauten Ecken von der Deutschen Bahn, von irgendeiner Industriebrache, von irgendeiner Hausbrache, was nicht gebaut wird. Und da würde ich mir halt wünschen, dass da nichts passiert. Ist aber dann leider nicht so. 2 Jahre später steht dann der nächste Stahlbeton-Scheißbau da. Aber das freut mich, solange es da ist. Ein schönes Beispiel, wenn ihr euch mal in Großstädten umsehen wollt. Es gibt ja überhaupt keine Nachtigallen mehr eigentlich. Und Berlin macht immer ganz viel Werbung damit, also auf biologischer Seite, dass die so artenvielfältig sind und es eben noch so viele Nachtigallen gibt. Was viele Leute aber nicht wissen, ist, die brüten gar nicht auf Bäumen. Also die meisten, die das denken, denken so, ja, solange wir genügend Bäume haben, haben wir auch weiter Nachtigallen. Ja, nee, die brauchen halt total verwilderte Bodenflächen,
wo sie brüten können. Und da kann man zum Beispiel auch sich sehr stark dran erfreuen. Die singen ja dann auch so nachts sozusagen, ne? Und an dem schönen Gesang. Aber man kann sich gleichzeitig auch an den total hässlichen, verwahrlosten Autobahnecken, die da irgendwo in so einem Dreieck von der Autobahn sind, weil da sonst keiner was macht, kann man sich auf einmal auch erfreuen. Wo man normalerweise nur sagen würde, boah, das sieht jetzt aber echt scheiße aus hier. Und übrigens ganz schlimm finde ich, dass an den Autobahnen extrem viel gerodet wird, gerade und auch an den Landstraßen und so weiter. Also gerade diese wilden Ecken, diese wilden Paradiese, die du erwähnst, werden zunehmend platt gemacht und weichen irgendeiner Wiese oder so, ne? Ja, total unerklärlich, wirklich völlig unerklärlich. Also ich hätte ja noch als Kriminalist oder so gedacht, dass da vielleicht jetzt irgendwelche Verbrechen passieren da oder so, aber das ist gar nicht so. Also da werden gar nicht Leichen versteckt und Leute sexuell genötigt und dergleichen, sondern das ist schon wieder dieser typisch deutsche und schweizerische und so weiter, also zentraleuropäische Ordnungssinn, dass man das einfach ordentlich haben will. Und das ist genau, das ist die Wurzel des Problems. Ordentlich führt nicht zu mehr Ertrag. Ordentlich führt nicht zu mehr Artenvielfalt. Ordentlich macht einfach alles kaputt, leider. In der Wohnung bin ich auch super ordentlich. Ne? In meiner Bude ist auch alles total sauber und geordnet. Aber draußen, wo Pflanzen und Tiere sind, ist das das Falscheste, was man machen kann. Und was wir immer wieder sagen, wenn wir gerade über Schottergärten und wilde, schöne Staudengärten reden, ordentlich macht unglaublich viel Arbeit. Da sind wir wieder beim Lazy Gardening. Ne? Also insofern lieber mal was nicht machen, wie du immer so schön sagst, lieber mal in Ruhe lassen. Dann hat man selber was davon. Man kann sich mit dem von dir besagten Stuhl da hinsetzen und einfach mal zugucken. Das geht besser als ordentlich, auf jeden Fall. Marc, ich danke dir ganz recht herzlich. Du hast uns, das lese ich hier auch gerade in den Kommentaren von ganz vielen, du hast uns ganz vielen nochmal die Augen geöffnet, da auch sensibler nochmal hinzugucken und eben auch einfach das Ausprobieren, dass du sagst, Mensch, mach doch einfach mal mit unterschiedlichen Erden, mit unterschiedlichen Pflanzen, probiert doch mal einfach aus, was da passiert und was da sein muss. Das ist, glaube ich, genau das, was auch den Reiz dann ausmacht. Menschen können dann lernen, Menschen können dann sich erfreuen, können Spaß haben und jedes Lebewesen zählt. Das ist, glaube ich, das, was auch nochmal ganz wichtig ist. Die eine Biene, die ich rette, die eine Wespe, super. Den einen Wespenschwarm, den ich rette, super. Es geht am Ende des Tages um jedes Individuum. Ja, besonders, weil du eben auch was draus lernen kannst. Also sozusagen, selbst wenn das Tier dann stirbt, ne, dann hast du trotzdem was gelernt und dann ist dieses Wissen das Wertvolle. Ne? Ja. Ich würde dir gerne jetzt doch das letzte Wort zu unserer Veranstaltung anbieten, den letzten Satz. Was möchtest du den Leuten zum Thema Insekten jetzt wirklich nochmal mit auf den Weg geben? Also wenn ihr gärtnert, was ihr tut, sonst wärt ihr nicht hier und würdet nicht zugucken oder zuhören, dann habt ihr tatsächlich eins der mächtigsten und kräftigsten Mittel in der Hand, um erstens unglaublich viele Naturflächen zu schaffen, das habe ich schon erwähnt. Zweitens könnt ihr unheimlich viel persönliche Genuss daraus ziehen, der wissenschaftlich bewiesen ist und nicht eben nur irgendeine Forderung ist und Wellness-Scheiß irgendwie. Und das Dritte ist, ihr könnt tatsächlich die Vorreiter dafür sein, was kommen muss, nämlich für eine vielfältige Naturgestaltung. Das wird bei den Wäldern, wird das jetzt schon in wenigen Jahren anfangen müssen, weil sonst haben wir gar keine mehr. Und in den Gärten kann man natürlich immer versuchen, wieder zum Gartenmarkt zu fahren, zum Baumarkt oder irgendwas und wieder alles neu anzupflanzen jedes Jahr. Ihr könnt es aber eben auch lassen und dieses Rumspielen machen. Also da habt ihr, also ich denke, ihr, ohne dass ihr das vielleicht ahnt, habt ihr auch was, selbst ins Politische reichend, ins Finanzielle, ins Wirtschaftliche, ins Soziale reichend, habt ihr was unglaublich Kräftiges in der Hand. Dazu mein Beispiel. Mir hat mal jemand einfach so ein 10-Sekunden-Video von so einem schräg gefilmt vom Efeu gesendet. Und in diesen 10 Sekunden fliegen mehr Insekten rum, als man zählen kann. Geht gar nicht. Also die kriegst du nicht gezählt, außer du würdest das jetzt irgendwie mit Zeitlupe oder sowas machen. Und diese Macht habt ihr. Also sozusagen, wenn man so will, im freundlichen Sinne schöpferische, göttliche Macht. Also jetzt nicht im wahnsinnigen oder egoistischen Sinne, sondern im freundlichen Sinne. Also nutzt sie und ihr habt selber auch was davon. Ach so, und das Letzte, Pflanzen und Tiere würde ich gar nicht trennen. Also Insekten oder Pflanzen so, die würde ich nicht trennen. Die gehören zusammen, die sind aufeinander über Jahrmillionen oder Jahrzehntausende, je nachdem, angepasst.
Und das, also ob ich mehr für die Insekten oder mehr für Lurche oder mehr für Frösche oder mehr für Pflanzen interessiert, spielt gar keine Rolle. Das bedingt sich sowieso alles gegenseitig. Aber eben die Sensibilität für die Umwelt, für die Natur, für die Pflanzen und die Tiere. Ihr habt es gehört, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde. Wir haben es in der Hand. Marc hat es gesagt, so ist es auch tatsächlich. Also macht was draus, am besten schon im nächsten Jahr. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt auf eure Bilder, die ihr dann schicken werdet. Und ja, und wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn wir ein bisschen alle gemeinsam etwas für Artenvielfalt tun. Marc, dir tausend lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Recht herzlichen Dank. Es war super informativ. Lese ich gerade hier immer wieder. Vielen lieben Dank auch an euch, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, dass ihr uns zugeschaut habt. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Macht es gut und guten Rutsch ins neue Jahr. Also, tschüss. Ciao. Tschüss.